Ey, das wird nicht nur so ein Knowledge so. Das wird auch gleich noch ein bisschen lockerer. Ey. Fett, dass das zustande kommt, verstehst du, was ich meine? Ja. Okay. Ja. Ja, vielleicht ist alles miteinander vernetzt. Viel zu komplex, um es je komplett zu packen in einen Text ein. Beziehungsgeflecht ineinander verstrickter Bedingungen und Abhängigkeiten. Und in den meisten Fällen sind die Schwingungen einfach zu krass zu begreifen. Doch es wirkt aufeinander ein. Mal geringer, mal stärker. Worte, Gedanken, egal wie banal. Doch es macht sich bemerkbar, es ist Energie. Und Energie verschwindet nie, sie wird nur verändert oder umgewandelt. Wer weiß wirklich, warum er handelt? Du, was außerhalb unserer Welt liegt, können wir nicht wahrnehmen. Und darum ist der Mensch nur ein kleiner Piss, beschränkt auf mickrige Erfahrung. Doch wenn ich es rumdrehe, ist es vielleicht mehr eine Frage, wie ich damit umgehe. Und nicht mehr, wie ich es umgeh, genauer zu sein, bedarf's vielleicht auch nicht so angesehene Methoden wie dem dosierten Gebrauch von psychedelischen Drogen. Die See ist am Toben, ich zieh mich von oben und lausche dem Gift. Nichts ist von anderem völlig unabhängig, auch nicht mein Ich. Karma berät mich in Rechtsfragen. Vielleicht ist unser Leben ein Produkt von Ursachen, die wir in diesem oder in anderen Leben gesetzt haben. Doch was heißt das nun? Vielleicht ein weiterer Kreis geht zu. Und je mehr Ursachen ich setze, die auf Mitmenschlichkeit beruhen, desto angenehmer die Wirkung. Vielleicht bin ich aber auch nur hier zum Verwirrung stiften wie die Regierung und unterliege einem Irrtum, finde selber heraus. Und bevor du den Rat der Ältesten brauchst, frag lieber den Wind. Denn im Grunde genommen sind auch sie noch ein Kind. Liebe macht blind, doch nur so, wie sie einen sehen lässt. Was ich sag ist, vielleicht für dich gar nichts, doch für mich die Basis, um es in der Matrix weiterzugeben wie die Vorigen. Denn bevor ich in der Tragik durchbreche, breche ich durch wie Jim Morrison. Überall im Kosmos herrschen die gleichen Gesetze. Sich wandelnde Ordnung unterliegende, sich ausgleichende Kräfte. Und wenn du es checkst, merkst du, dass menschlicher Kampf im Endeffekt für oder gegen was völlig umsonst ist und sonst nix. Ich weiß, dass nur in mir die Wahrheit liegt. Ich glaub, ich bin total verliebt. Ich weiß, dass nur in mir die Wahrheit liegt. Ich glaub, ich bin total verliebt. Ich weiß, dass nur in mir die Wahrheit liegt. Ich glaub, ich bin total verliebt. Vielleicht ist die Welt echt eins. Dann hätten die Guten auf der Welt genauso Schuld am Schlechten wie die sogenannten Schlechten selbst. Doch uns dämlichen Hunden sind die Hände gebunden. Wir können nichts dagegen setzen, außer weiter unsere Welt wahrnehmen innerhalb von Gegensätzen. Essenz aus allem, zwei Seiten des Ganzen. Sie bedingen sich gegenseitig und wirken immer wieder auf neue Weise zusammen. Und vielleicht ist es so, dass Menschen, die in der Verwirklichung zu streben wissen, immer beide Seiten eines Gegensatzpaares leben müssen. Zeit, ein Geheimnis zu lüften. Vielleicht ist es nur die Angst in unseren eigenen Köpfen, die uns daran hindert, so zu sein, wie wir eigentlich möchten. Du kannst mein Feuer nicht löschen. Du meinst, ich kann nicht auf Beat rappen, dann zeig mir, wie das geht. Doch du weißt nicht den Weg, du bleibst im Beat stecken, wen flashen? Ich sag dir, was mir geht, nicht um den Superflow. Ich muss mir den inneren Konflikt lösen wie Luna Flow. MC, es ist nun mal so. Es wird abgefackelt im Nu. Deine wackelige Crew ist nicht mehr als Sabbel, die Bubble, die Boo. Klappe jetzt zu und spring in den Fluss rein. Evolution steht für stetige Erweiterung menschlichen Bewusstseins aus. Diese Erkenntnis heraus habe ich auch keinen Grund, meine Crew zu burnen. Denn da sich die Welt verändert, sind sie einfach gezwungen, dazu zu lernen. Du willst dazugehören, tust du schon. Du weißt nur nicht, wovon. Ich schneid's nicht, entferne dich vom Licht, aber wundere dich nicht, warum dir dann kalt ist. Ich bin kein Zauberer, der Stunden voll im Kristall sitzt. Doch mein Mana erschafft ein Panorama in Form eines Korallenriffs enorm und gewaltig. Ich bin als Waage geboren und bald ist diese Aufgabe hier erfüllt. Aber falls nicht, dann seid ihr sicher, dieser Schall frisst sich so lang ins Hirn, bis es den Knall gibt, blam, bis es den Knall gibt, krempel um von innen. Vielleicht ist egal, wie viele Steine du wirfst, die aus der Reihe tanzen, sind vom System eh mit einkalkuliert. Wer du bist, wirst du nicht sein, wenn du stirbst. Bleib im Schatten oder reit den Drachen. Wer die Wahrheit sagt, hat ein Problem, man wird ihn dabei ertappen. Please. Open your mind. 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 Ich wollte immer aus meinem Dorf raus. Aber in den Städten fiel mir auf, alles was ich brauche, hatte ich schon immer direkt vor meinem Haus. Auch wenn der Rubel nicht rollt, bin ich eine Kugel beim Golf, der sich einlocht. Und ich reite durch Sauerland auf dem Rücken eines riesigen Steinbocks. Mein Rudel ist stolz, ich spür immer mehr Hiebe des Egos. Und mein Ziel ist auch mich, Arschloch, irgendwann mal so zu lieben wie Jesus. Ich baue Pyramiden wie Cheops und merke, es braucht keine 7 Jahre Tibet, um zu wissen, es gibt noch so vieles. Sportsfreund, besser wenn man vorbeugt. Ich bin wie Morpheus, ich zeig Türen und diese führt dich nach innen. Binnen Sekunden bringe dich Stimmen im Kopf und den Verstand und zwinge dich zur Auseinandersetzung. Du kannst diesen Kampf nicht gewinnen, es gibt keine drinnen und es gibt kein Versteck. Und wenn doch die Scherzen dreck, die Wahrheit findet dich. Und sei es auf dem Sterbebett, doch sie lindert dich diesen herben Schreck. Vielleicht hast du sehr verletzt, doch dass jeder kriegt, was er verdient, ist echt nur mehr als recht. Du sitzt wie in einem dunklen Kerker fest, nur mit dir alleine, der unheimliche Fremde. Das Ende wird ein Härtetest, es nimmt dir die Stärke, falsche Werte, alles entfernt sich jetzt. In diesem Lernprozess bist du vielleicht auch nur ein grauer Kopf.
Merkst es jetzt? Genauer noch rap ich Sauerstoff. Du atmest, was ich sage. Ich will offenes Buch für dich geschrieben, rot. In unverständlicher Sprache, entschlüssel den Code. Und du bringst Brot auf der Arche oder ein Sohn zieht dich mit nach unten und du siehst ein Ende der Tage. Kein Mensch, den ich frage, weiß, was er wirklich imstande ist. Rindere den Zorn, innere Faktoren, verdauerhaftes Glück verantwortlich. Es ist Neuland in Sicht. Ich schürfe in der Tiefe, merk die Hauptmotivation meines Daseins ist Bedürfnis nach Liebe. Aber viele für weiter Kriege. Du verschlimmerst die Lage mit jedem weiteren Move. Es gibt keine Gespenster, aber hüte dich, welche Geister du rufst. Vielleicht findet es nicht einfach so, auch wenn du nicht danach suchst. Alles rast nochmal nicht vorbei wie im Zug, dann endet der Spuk.